Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zum achten Teil der Reihe über romantische Liebe in der abendländischen Literatur. Das heutige Thema ist die Sexualisierung der Liebesbeziehungen zwischen Mann und Frau, in dem Sinne, dass nun der Geschlechtsakt als ein Akt verstanden wird, der die Liebenden Gott näher bringt. Und das ist etwas nun in der frühen Phase der Romantik, im Biedermeier wird sich das ändern, was wirklich mit einer jahrhundertelangen Tradition bricht, in der das Abendland ja immer Sexualität als etwas Sündiges verstanden hat. Ich erinnere Sie daran, dass Novalis, der in ewiger Liebe, zumindest in seinen literarischen Zeugnissen, zu seiner Kindverlobten verhaftet war, auch nach dem Tod so etwas wie von lüsternen Gefühlen ihr gegenüber gesprochen hat. Und heute werden wir einen Roman kennenlernen, eben Friedrich Schlegel, nochmal Lucinde. Man kann ihn nicht oft genug zitieren, was die frühe Phase der Romantik angeht. Einen Roman, in dem der Geschlechtsakt als ein Akt geschildert wird zwischen Mann und Frau, der die beiden Gott näher bringt, der sie zu Priestern macht in einem heiligen Ritual. Dieser Roman hat einen Skandal ausgelöst, weil in ihm auch eine Szene unter anderem geschildert wird, die sehr autobiografisch scheint und die eben nun eine sexuelle Begegnung zwischen Friedrich Schlegel und Dorothea Veit schildert. Friedrich Schlegel hat damals eben in wilder Ehe mit Dorothea Veit gelebt. Und das scheint er in diesem Roman zu schildern, und das war wirklich unerhört für seine Zeit. Der Geschlechtsakt als heiliges Gefühl, der Mann, der sich der Frau in der Sexualität als Priester nähert, das ist ein Thema dieses Romans. Ich zitiere: Es ist die älteste, kindlichste, einfachste Religion, zu der ich zurückgekehrt bin. Ich verehre als vorzüglichstes Sinnbild der Gottheit das Feuer. Und wo gibt's ein Schöneres als das, was die Natur tief in die weiche Brust der Frauen verschloss? Weihe du mich zum Priester, nicht um es müßig zu beschauen, sondern um es zu befreien, zu welken und zu reinigen. Wo es rein ist, erhält es sich selber, ohne Wache und ohne Vestalinnen. Wie kann das sein? Wie kann jetzt die sexuelle Vereinigung von Mann und Frau als religiöser Akt bezeichnet werden, indem Männer zu Priestern werden, wenn sie das weibliche Geschlecht verehren? Nochmal ein Rückblick. Ganz entscheidend für das Denken im Abendland war das Erdbeben von Lissabon am 1.11.1755. An diesem Tag, an Allerheiligen, hatten sich die Gläubigen in den Kirchen versammelt und bei diesem Erdbeben brachen nun die Kirchen zusammen. Es hat mehr als 100.000 Tote gegeben. Und nun tauchte eben die Frage auf, wie kann denn das sein? Gerade die, die an Gott glauben, die werden getötet und die, die nicht an Gott glauben und an dem Tag sich's einfach gut gehen lassen, die überleben. Und das bedeutete ganz offensichtlich, hatte an diesem Erdbeben Gott seine Hände nicht im Spiel. Anders kann man sich das als gläubiger Christ nicht erklären. 30 Jahre später erscheint Kants Kritik der reinen Vernunft, in der er Gott als Ding an sich aus der Welt denkt. Von nun an ist die transzendente Welt für den Menschen unerkennbar und damit die Wahrheit unerkennbar. Alles Denken über die Welt ist nur noch transzendental und über Gott möglich. Und
Es gibt sozusagen nur noch die menschlich bedingten Möglichkeiten der Erkenntnis, den Verstand und eben auch die Sinne. Und in dem Sinne erfahren die Sinne eine ungeheure Aufwertung in jener Zeit. Man glaubt durch die Sinne, zum Beispiel in der Natur, in der Sinnenwelt, Gott erfahren zu können. Das ist das, was man als Pantheismus jener Zeit beschrieben hat. Man ahnt angesichts des gestirnten Himmels Gott und fühlt sich erhaben und Gott näher. Und diese Erhabenheit ist ein Ahnen, ein Fühlen, das nun den Menschen Gott näher bringt. Und diese Vorstellung, das Erfahren Gottes in der Sinnenwelt, drückt sich eben auch in einem veränderten Verhalten gegenüber der Sexualität, aber halt nur zwischen Mann und Frau aus. Das ist ein neues Konzept, was da entsteht und was doch in der Frühphase der Romantik eine entscheidende Rolle spielt, bis es im Biedermeier dann zurückgenommen wird. Wenn Sie sich anschauen, in der Aufklärung haben wir viele Texte, die von sexuellen Beziehungen handeln. Aber da wird Sexualität immer als etwas Technisches behandelt. Denken Sie nur an die Memoiren von Casanova, die wirklich für heutige Leser fast schockierend wirken müssen. Man unterscheidet eben in der Aufklärung zwischen der Vernunftehe und der Libertinage, der Mätressenwirtschaft, zwischen Freundschaft und dem Geliebten. Und das wird alles sehr rational angegangen. Aber deswegen ist es noch beileibe nicht jetzt eine Erfahrung Gottes in der sexuellen Beziehung. Das ändert sich in der frühen Romantik und Friedrich Schlegels Roman Lucinde ist hierfür mit das beste Beispiel. Erschienen 1799 schildert es ein Ehepaar, Julius und Lucinde, und es schildert Julius' Entwicklung zum Manne und zur Findung einer idealen Liebespartnerin in Lucinde. Sie haben ein gemeinsames Kind, Wilhelmine. Und in dieser Beziehung, die eben auch sexuell ausgelebt wird, erfahren sie den Himmel, das Paradies, erfahren sie Gottes Nähe. Ich zitiere: Der Sinn für die Welt ist uns erst recht aufgegangen. Du hast durch mich die Unendlichkeit des menschlichen Geistes kennengelernt und ich habe durch dich die Ehe und das Leben begriffen und die Herrlichkeit der Dinge. Im körperlichen Einswerden von Mann und Frau wird die Heiligkeit der Dinge erfahren, wird Gott erfahren und nun wird Sex zum heiligen Akt, wie es nie da gewesen ist in Europa seit Beginn der Christianisierung. Ich habe das einmal ausführlich auch besprochen in der Lyrik der Troubadoure, die nun eben wirklich den Triebverzicht transzendent überhöhen. Ich möchte Ihnen aus diesem Roman nun jene Szene lesen, in dem ein Geschlechtsakt geschildert wird und auf eine so vollkommen neue und schockierende Weise, dass Friedrich Schlegel und Dorothea natürlich auch heftig angegriffen wurden. Deswegen, es hat so starke autobiografische Züge, ganz offensichtlich, dass das skandalös war. Ein Zwiegespräch zwischen Julius und Lucinde. Ich versuche, sie mit den Stimmen nachzumachen. Du bist doch allein, Lucinde. Ich weiß nicht, vielleicht, ich glaube. Bitte, bitte, liebe Lucinde, weißt du wohl, wenn die kleine Wilhelmine bitte, bitte sagt und man tut's nicht gleich, so schreit sie's immer lauter und ernsthafter, bis ihr Wille geschieht. Also das hast du mir sagen wollen. Darum stürztest du so außer Atem ins Zimmer und hast mich so erschreckt.
sei nicht böse, süßes Weib. O, lass mich, mein Kind, du Schöne, mach mir keine Vorwürfe, gutes Mädchen. Nun wirst du auch nicht bald sagen, schließ die Türen zu? So? Gleich will ich dir antworten. Nur erst einen recht langen Kuss und wieder einen, dann auch noch einige und viele andere mehr. O, du musst mich nicht so küssen, wenn ich vernünftig bleiben soll. Das macht böse Gedanken. Das verdienst du. Kannst du wirklich lachen, meine verdrießliche Dame? Wer hätte das denken sollen? Aber ich weiß wohl, du lachst bloß, weil du mich auslachen kannst. Aus Lust tust du es nicht, denn wer sah nur ebenso ernsthaft aus wie ein römischer Senator? Recht entzückend hättest du aussehen können, liebes Kind, mit deinen heiligen, dunklen Augen, mit deinen langen, schwarzen Haaren im glänzenden Widerschein der Abendsonne, wenn du nicht da gesessen hättest, als säßest du zu Gericht. Bei Gott, du hast mich so angeblickt, dass ich ordentlich zurückfuhr. Ich hätte bald das Wichtigste vergessen und bin ganz in Konfusion geraten. Aber warum sprichst du denn gar nicht? Bin ich dir zuwider? Nun, das ist komisch, du närrischer Julius. Wen lässt du zum Reden kommen? Deine Zärtlichkeit fließt heute ja wie ein Platzregen. Wie dein Gespräch in der Nacht. Oh, das Halstuch lassen Sie nur, mein Herr. Lassen? Nichts weniger als das. Was soll so ein elendes, dummes Halstuch? Vorurteile, aus der Welt muss es. Wenn uns nur nicht jemand stört. Sieht sie nicht schon wieder aus, als ob sie weinen wollte? Du bist doch wohl. Warum schlägt dein Herz so unruhig? Komm, lass mich's küssen. Ja, du sagtest vorhin von Türen zurück, zuschließen. Gut, aber so nicht, nicht hier. Geschwind herunter durch den Garten nach dem Pavillon, wo die Blumen stehen. Komm, oh, lass mich nicht so lange warten. Wie Sie befehlen, mein Herr. Ich weiß nicht, du bist heute so sonderbar. Wenn du anfängst zu moralisieren, lieber Freund, so könnten wir ebenso gut wieder zurückkehren. Lieber gebe ich dir noch einen Kuss und laufe voran. Oh, fliehen Sie nicht so schnell. Luzinde, die Moral wird Sie doch nicht einholen. Du wirst fallen, Liebe. Ich habe dich nicht länger warten lassen wollen. Nun sind wir ja da, und du bist auch eilig. Und du sehr gehorsam. Aber jetzt ist nicht die Zeit zu streiten. Ruhig, ruhig. Siehst du, hier kannst du weichlich ruhen und wie es recht ist. Nun, wenn du diesmal nicht, so hast du gar keine Entschuldigung. Wirst du nicht wenigstens erst den Vorhang niederlassen? Du hast recht, die Beleuchtung wird so viel reizender. Wie schön glänzt diese weiße Hüfte in dem roten Schein. Warum so kalt, Luzinde? Lieber, setze die Hyazinthen weiter weg, der Geruch betäubt mich. Wie fest und selbstständig, wie glatt und fein, das ist harmonische Ausbildung. Oh nein, Julius, ich bitte dich, ich will nicht. Darf ich nicht fühlen, ob du glühst wie ich? Oh, so lass mich doch die Schläge deines Herzens lauschen, die Lippen in den Schnee des Busens kühlen. Kannst du mich wegdrücken? Ich werde mich rächen. Umarme mich fester, Kuss gegen Kuss. Nein, nicht mehre einen ewigen. Nimm meine Seele ganz und gib mir deine. Punkt, Punkt, Punkt. O schönes, herrliches zugleich. Sind wir nicht Kinder? Sprich doch, wie konntest du nur erst so gleichgültig und kalt sein und nachher, wie du mich endlich fester an dich zogst, machtest du in demselben Augenblick ein Gesicht, als wenn dir etwas weh täte, als ob es dir leid wäre, dass du meine Glut erwidertest. Was ist dir? Du weinst? Verbirg nicht dein Gesicht. Sieh mich an, Geliebte. Oh, lass mich hier an dich liegen. Ich kann dir nicht in die Augen sehen. Es war recht schlecht von mir, Julius. Kannst du mir verzeihen, du liebenswürdiger Mann? Wirst du mich nicht verlassen? Kannst du mich noch lieben? Komm zu mir, mein süßes Weib, hier an meinem Herzen. Weißt du noch neulich, wie schön es war, wie du in meinen Armen weintest, wie leicht dir wurde,
Aber sprich nun auch, was ist dir, Liebe? Bist du böse auf mich? Auf mich bin ich böse, ich könnte mich schlagen. Dir freilich wäre ganz recht geschehen, und wenn sie sich künftig wieder einmal ehemännlich betragen, mein Herr, so werde ich schon besser dafür sorgen, dass sie mich auch wie eine Ehefrau finden sollen. Darauf kannst du dich verlassen. Ich muss lachen, wie es mich überrascht hat. Aber bilden Sie sich nur nicht ein, mein Herr, dass du so unmenschlich liebenswürdig bist. Diesmal war es eigener Wille, dass ich meinen Vorsatz brach. Der erste und der letzte Wille ist immer der beste. Hier doch ziemlich eindeutig eine Szene, die eben dann auch bei der Leserschaft einen Skandal ausgelöst hat, und zwar aus mehreren Gründen eben, weil hier die Sexualität doch bei aller Scham, die Lucinde an den Tag legt, verherrlicht wird. Als schönes, herrliches zugleich, als ein euphorischer Akt und das vor einem ganz klaren autobiografischen Hintergrund, der wirklich skandalös war. Dorothea war frisch geschieden zu jener Zeit. Sie hatte eine außereheliche Beziehung zu Friedrich Schlegel. Dorothea war dazu hin Jüdin, die Tochter des berühmten Aufklärers Moses Mendelssohn. Viertens, sie war aus besten gesellschaftlichen Kreisen. Fünftens, sie war zu dem Zeitpunkt schon geschieden. Und sechstens, sie war Mutter. Und das alles hindert sie nicht daran, hindert die beiden nicht daran, sich sexuell erfüllt zu begegnen. Erst durch sie wird Julius der, der er von Natur aus ist. In der körperlichen Begegnung, in der Vereinigung der Pole Mann und Frau wird die göttliche Einheit wiederhergestellt, die die Menschen sozusagen im Paradies aufgegeben haben. Die Einheit mit Gott. Ich zitiere: Die üppige Ausbildung ihres schönen Wuchses war für die Wut seiner Liebe und seiner Sinne reizender wie der frische Reiz der Brüste und der Spiegel eines jungfräulichen Leibes. Die hinreißende Kraft und Wärme ihrer Umschließung war mehr als mädchenhaft. Sie hatte einen Anhauch von Begeisterung und Tiefe, den nur eine Mutter haben kann. Wenn er sie im Zauberschein einer milden Dämmerung hingegossen sah, konnte er nicht aufhören, die schwellenden Umrisse schmeichelnd zu berühren und durch die zarte Hülle der ebenen Haut die warmen Ströme des feinsten Lebens zu fühlen. Die frühe Romantik stimmt ein Loblied auf die Sinnenlust an. Das wird im Biedermeier dann sehr, sehr anders, sehr viel verklemmter, und im viktorianischen Zeitalter entsteht eine Doppelmoral, die die Sexualität unter anständigen Leuten wieder tabuisiert. Aber dennoch bricht sich dann der Sexualbahn immer wieder Bahn. Diesem Biedermeier wollen wir uns in einer späteren Sitzung zuwenden. Sexualisierung als heiliges Gefühl, das ist nun wirklich etwas ganz Neues, was wir in der Romantik, in der frühen Romantik finden, und bricht eben mit einer jahrhundertelangen Tradition einer hochgestellten Triebverzicht-Sexualität. Das ist wirklich ganz, ganz spektakulär und wird sehr oft, wenn man diese Zeit und die romantische Liebe der Frühzeit ansieht, so nicht verstanden und übersehen.